Hallo, mein Name ist Marius Ebert und in dieser Videoserie geht es darum, Lernstoff in Frage- und Antwortform aufzubereiten, genauso wie das in meinen diversen Lernsystemen passiert, Videocoachings, Audiodateien, digitale Lernkartensysteme und so weiter. Schauen Sie bitte unter www.spaßlerndenk-shop.de. Hier kommt die Frage bzw. Handlungsaufforderung. Und zwar geht es diesmal darum, dass man in einer Aufgabe feststellt, dass man eine Kostenabweichung von den vorher geplanten Kosten hat. Und die Frage lautet, was können die Ursachen für diese Kostenabweichung sein? Nun, wenn wir zur Antwort übergehen, dann müssen wir uns zunächst mal klar machen, der Begriff Kosten hat die Dimension Euro und ergibt sich aus einer bestimmten Menge, zum Beispiel Menge an Materialverbrauch, Menge an Energieverbrauch, mal bestimmten Preisen. Und schon haben wir die Ursachen. Einmal können die Mengen, die tatsächlich waren, also die tatsächlichen Verbräuche, zum Beispiel an Energie, größer oder kleiner gewesen sein als die geplanten Mengen. Und die zweite grundsätzliche Abweichung kann dadurch passieren, dass die Mengen tatsächlich so absolviert wurden wie geplant, aber die Preise gestiegen sind. Oder eine Kombination aus beiden. Also die Mengen sind abgewichen von der geplanten Sollgröße und die Preise sind abgewichen von der geplanten Sollgröße. Das war's schon wieder. Schauen Sie unbedingt, wenn Sie sich das Lernen erleichtern wollen, wenn Sie sich nicht quälen wollen, wie viele, viele, viele das tun. Schauen Sie unter www.spaßlerndenk-shop.de. Je eher Sie das tun, je eher Sie das nutzen, desto besser für Sie. Mein Name ist Marius Ebert. Dankeschön.